So, und da sind wir dabei, Borderlands. Jo, hallo. Irgendwie hat das null gebracht, da das Format zu ändern von dem Video. Echt? Ja. Das weißt du doch. Tu doch jetzt nicht so, als wenn du einer der Zuschauer wärst und dann so fragen, hey, hat das echt nichts gebracht? Da habe ich dir gesagt. Ja, hast du. Meine Axt hat Ja, Durst. wir haben im letzten Part hier die den DLC fertig gemacht. Also die Hauptstory davon. Falls man das Hauptstory nennen kann. Jetzt machen wir hier noch ein paar Missionen und dann gehen wir in den nächsten DLC. In den eigentlich ersten. Ich habe immer gedacht, das hier wäre der erste. Mir tut niemals etwas. So. Oh, Regium. Hier müssen wir lang. Alles klar, ich folge dir. Ach, das ist sogar der Echo-Recorder, den wir gesehen haben. Ach. Was soll der Scheiß? So, hier kommt er ja easy durch. Das ist kein Banditenüberfall, was laberst du? Genau drauf gelandet. Und da gibt es eine Sniper und einen Rifle. Und eine Sniper-Rifle. Du hast ein hübsches Gesichtchen. Wir wollen dich einen Werbespot. Schnapp dir eine Lieferung Talkwaffen. Dann kämpf dich durch die Frosch und wir filmen dich dabei. Ich mach schon mal die Sprachaufnahmen für den Spot. Während du kämpfst, achte nicht auf mich. Okay. Welche Missionswaffe? Three-Way Hulk. Cinevi Bangstick. Ist einfach schlechter als meine. Bei mir ist es auch schlechter. Ist das auch eine Shotgun bei dir? Ja. Das ist vor allem nicht unsere Gegner, die wir abschießen müssen. Wie, wir sollen für Torque nicht die Torque-Mitarbeiter abschießen? Nö, wir sollen die Biker abschießen. Na gut. Und genau dort, wo wir den Flyboy getötet haben. So wie es scheint. Ah, alles klar. Ja, wir haben ja jetzt hier den schnellen Wege frei. Dürfte also kein Problem sein. Hoffentlich. Ja, im Grunde macht es übrigens auch keinen Unterschied, ob wir jetzt mit Captain Scarlet's Pirate Booty da anfangen oder hiermit. Nee. Weil die sind eigentlich beide für dasselbe Level. Ich bin gestorben dafür, dass ich dich gerettet habe. Und du bist trotzdem gestorben. Hey Leute, guck mal, wer wieder da ist! Wütend! Ich bin wütend! Hat er gerade Erfolg stinkt gesagt? Keine Ahnung. So, da oben waren ja die Biker. Jo. Machen wir uns auf den Weg. Der Kammerjäger ist in der Fort. Und das kann rechts. Nur eines bedeuten. Wir bekommen ein da oben waren aber auch welche, soweit ich weiß. Aber wir sollen die hier ja killen. Ja. Blödes, ich kann da meine Fähigkeiten hier einsetzen. Die wäre vielleicht ein bisschen wichtig hier. Den musste ich schlagen. Wenn ihr keine Torkwaffen kauft, seid ihr nicht so cool.
Missionswaffen verwenden, sagt er mir, wenn ich mich meine Fähigkeit hier einsetze. Ja, ich setze sie doch nur ein, damit ich Leben habe. Nachladen. Du hast den falschen Hund. Fuck. Wenn ich nicht so kämpfen kann, wie ich will, dann ist das irgendwie ein bisschen blöd. Ich muss groß denken. Bist du? Nicht der Held. Jo. Warum gehst du denn auch da hoch? Wir müssen doch gar nicht so weit nach oben. Ja, sorry. Warum sind hier so viele Gegner? Keine Ahnung. Ich hab nicht warum gesagt, ich hab vor allem. Keine Ahnung. Ist hier noch einer? So, geschafft. Wir können zurück. Du bist dumm. Und deine Visage ist patässlich. Und überhaupt nicht so cool wie mein Gesicht. Das total cool ist. Sehr gut, Kammerjäger. Dieser Radiospot wird der Hammer. Finde ich cool. Moment mal. Dieser Radiospot wird der Hammer. Okay, gut, dass wir das gedreht haben. Jetzt auch auf. Meinst du, er merkt es? Keine Ahnung, wird bestimmt ein gutes Hörbuch. Vor allem, dann hörst du da einfach nur die ganze Zeit Geschieße und dann, oh, der ist so toll, der hat die Waffen. Das war dann einfach. Spinnt bei dir gerade auch ein bisschen die Lighting Engine rum? Nö, bei mir wurde gerade nur ein Schatten nachgeladen. Ja eben, das meine ich ja. Ein einziger wurde nur nachgeladen. Nee, bei mir wurden gerade alle Schatten nachgeladen. Slack Sniper. Cool. Ich habe eine Fire Sniper. Corrosive Grenadier. Hört sich auch nicht schlecht an, aber ist schlechter als meine Waffe. Mal sehen, was wir hier haben. Macht aber sehr viel Korrosionsschaden. Aber die Sniper ist auf jeden Fall besser. Die ist gut. Ist auch gut. Spar dir deine Beurteilungen! Doch. Oh, Moment. Wenn du an Mord denkst, dann denk ich wollte gerade sagen, ich habe überhaupt keine Sounds mehr, aber dann habe ich bemerkt, ich habe das Spiel ja einfach nur so leise. Ich habe diese Feuersniper, die 5000 Schaden macht. Wieso hast du was mit 5000 und ich kriege was mit 4500? Ja. Wow. Die ist besser als meine in allen Punkten, aber die macht halt kein Slack. Wie viel macht deine Slack? Meine Slack? Ja. 2100. 4500? Klingt gut. Slack-Chance 45%. Das nehme ich doch gerne mit. Besuchen Sie den Tor Digital Shop. Sie finden dort Turnier-Fanartikel. So, sollen wir dann Pirates Booty? Okay. Das war, glaube ich, Oasis. Oder war es Bescheidene Docks? Nein, Bescheidene Docks war es nicht. Oasis war es. Jo. Ja, ganz sicher. Das war's. Warum war da gerade das Sowjetunion-Symbol auf der Waffe? Vladov. Okay. Vor langer Zeit gab es einmal einen großen Schatz in der Wüste und die Kammerjäger fanden ihn und töteten alle Bösewichte. Ende!
Nein, 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 so fängt man doch keine Geschichte an. Ich fand's ziemlich gut. Und ich finde, du kriegst diese Woche nichts zu essen. Oh. So fängt man eine Geschichte an. Legenden erzählen von Captain Blades verlorenem Schatz des Sandes. Von Beute so wertvoll, dass Männer den Sand rot färben würden, um sie zu kriegen. Von einer Piratenkönigin, mutig und gefährlich, die vor nichts zurückschreckt, um ihn zu finden. Von einem monsterhaften Leviathan. Von den Kammerjägern, die zur Wüstenstadt Oasis reisten, nichts ahnend von den Schrecken, die sie dort erwarteten. Na, kapiert? So geht das. Meins war kürzer. Dein Leben wird auch gleich kürzer, du kleine Drecksweise. Okay. Willkommen in meiner geliebten Stadt Oasis, Fremder. Wenn du mich nun bitte vor den dreckigen Sand Pirates retten könntest, die mir mein Wasser stehlen wollen. Wir können hier nicht mit Auto fahren, aber du wirst gleich auch sehen, warum das auch total bescheuert ist, hier mit einem Auto zu fahren. Okay. Weil... Warum steht da dann eine Autostation, wenn man hier nicht mit Auto fahren kann? Pass auf. Du kannst maximal bis dort vorne fahren. Und dann ist vorbei. Oh, ich seh's. Das lohnt sich einfach. Mord ist dein Hobby! Verrückter Grogmeister. Level 41 Granate. Wieso habe ich den eben direkt gekillt mit einem Schuss? Und der ist explodiert. Jungfrau-Schütze. Pulverjunge. Ja, hier gibt es viele interessante Sachen auf den Dächern zu entdecken. Das weiß ich noch. Ups. Oh, das ist kein Gegner. Das hat mich immer mal so ein bisschen an Star Wars erinnert hier. An eine gewisse Stadt. Was du meinst. Das Wasser nicht. Aus der Verwende zeigt man deinen Brustkasten nicht als Hutablage. Töte Nobiert. Ne, ich meine hier eine Stadt auf Ryleth. Nix von Tatooine. Wo war denn Ryleth? Da, wo die ganzen Twi'leks herkommen. Komm her zu mir, mein Zornmagnet! Also, so gut kenne ich mich dann doch nicht mit Star Wars Lore aus. Isla Secura. Okay, der bekommt wenig Schaden. Okay, scheinbar sagt dir der Name nichts. Bekommt der wirklich wenig Schaden, weil... Ich weiß nicht, guck mal, wo ich stehe. Also ich habe ihm gerade mehrmals in den Kopf geschossen, es hat kaum Schaden gemacht. Soll ich auch mal runterkommen? Also, es wäre nett, wenn du mich wiederbeleben könntest. Los, wieder ran an den Speck! Ich hätte eben auch einfach nur dort oben stehen müssen und da wäre nichts passiert. Ha. Der hat so einen coolen Charge-Move. Der greift auch nur dich an, aus irgendeinem Grund. Ich rieche ein Tröpfchen. Hey. Gekillt. Oh, danke auch. Es gibt kein Barbecue, bis ich sage, es gibt Barbecue. Wo mein Wasser sicher ist, lass uns persönlich sprechen. Wie Menschen. Was für ein Krawall kommt da aus Oasis? Oh, sehe ich da einen Kammerjäger? Ich bin Captain Scarlet und irgendwas sagt mir, dass du es auf den Schatz abgesehen hast, genau wie ich. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir arbeiten zusammen und teilen uns den Schatz oder wir versuchen uns gegenseitig zu killen. Oder beides. Komm zu mir nach Wormwater, ja? Ich bin Shade und du bist der coolste Typ, den ich kenne. Bitte geh nicht. Bitte.
Okay. Dieses Schild. Dieses Schild einfach da drüber. Guckst du? Okay. Kitty Grieb. Wundervolle Waffen. Immer eine Freude, dein Geld. Okay, ich geb mal ab. Alles klar. Die Bevölkerung von Oasis dank dir. Irgendwie hätte ich sie gern alle. Falls du nach dem Schatz des Landes suchst, solltest du mit Captain Starlord sprechen. Sie sitzt im Burger. Der schenkt mir eine Waffe, ich verkaufe die direkt. Nimm meines. Ist das Mindeste, was ich tun kann für den Fremden, der die vielen lebenden Menschen in meiner Stadt gerettet hat. Oh, du bist so cool. So, nächstes Level kann ich Buzz-Ex-Bomber holen. Sollen wir die Mission von dem nehmen? Okay. Oasis braucht deine Hilfe, mein Freund. Ich habe jetzt meine böse Magierin-Fähigkeit auch mal. Sagt er was heißt bei dir? Nö. Hart am Schuften, ja? Bei mir hat er eben nichts gesagt. So, und jetzt pass mal auf, womit wir hier fahren. Siehst du das? Ah, das sieht cool aus. Ich habe mir nur kurz eine Munition. Ist mein Sanskrift zufällig gerade explodiert, sodass du noch ein wenig hier bei mir in Oasis bleiben musst? Verflixt aber auch. Nun, meine Freunde haben bestimmt einige Sanskrift-Teile. Sie sind sehr freundlich und lebendig. Sprich mit ihnen, aber sei vorsichtig. Wenn du auf die flachen Sandflecken trittst, werden die Sandraupen dich hören und fressen. Und wer leistet mir dann Gesellschaft? Ach, laufen wir einfach da drauf. Oh nein. Wenn man die schon wieder sieht, dann will man schon nicht mehr. Ja. Raus aus meinem Kopf! Vor allem, dass die Entwickler das halt auch einfach wissen, dass die scheiße sind und die trotzdem reintun. Warte, stand da gerade Irish Stalker? Hey, Frytail. Wenn der Irish wäre, dann fände ich das toll. So, laufen wir einfach zu dem Teil rüber. Machen das einfach schon vorher. Hier sind zwar Sandraupen drin, aber das schaffen wir. Okay. Die sieht man in diesem DLC übrigens öfters. Wie du bereits siehst. Du sprichst bei mir gerade deine Sätze nicht aus. Okay, gut. Mehr Blut für meine Brutalität! Habe ich okay gut gesagt? Hm? Habe ich okay gut gesagt? Gut, dass du mir antwortest. Jo. So. Kommt ganz spät so ein Jo. Ich sehe schon da oben unser Ziel. Leuchtet blau. Bei mir leuchtet es rot. Ja, wo leuchtet das denn bei dir rot? Guck doch mal da hoch. Hoch, hoch. Auf das Ziel. Das Haus. Da leuchtet ein blauer Strahl hoch. Wo wir hin müssen. Das Item da, das da liegt. Ah, jetzt sehe ich es auch. Diese Sandwürmer sind nervig. Und viel zu viel. Ich merk's. Zugs Raquel. Eine Blutstaufe!
Also wenn wir den Rake nochmal besiegen wollen, dann nutzen wir Zooks Rake Hell. Gut, dass der dir Schilde wiederherstellt. Ich flick dein Fleisch wieder zusammen. Hey, jo. Da, Zooks Rake Hell. Die ist irgendwie nicht gut. Ich weiß. Die ist schon besser. Welche? Korrosionssturmgewehr, das 2300 Schaden pro Schuss macht. Naja. Es fängt an zu bluten! Es fängt an zu bluten! Auf, dich selbst zu schlagen! Das ist ja toll, dass sie auch immer verschwinden von der Karte, wenn die runtergehen. Muss jetzt nicht gegen alle kämpfen. Nicht? Gut, du kannst es machen, aber... Das muss nicht sein. Ja, ich komm schon. Die verfolgen dich. Hüpf, 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 hüpf. Oh, Wormtail Plateau. Wohnt hier ein gewisser Herr? Welcher Herr genau? Wurmschwanz. Ich will dich schreien hören! Warum sage ich, ich will dich schreien hören? Keine Ahnung. Weil diese komischen Knochenpiraten da ankamen? Die rot leuchtet. Ich muss Skandale machen. Ich muss mich heilen. Warum leuchtet der rot? Ich weiß es nicht. Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Ein verfluchter Pirat. Du stirbst nicht. Ach so, ja, das erklärt natürlich alles. Ja. Vielleicht ist der verflucht und der leuchtet halt einfach nur rot. Er ist verflucht, nachts nie in Ruhe schlafen zu können, weil er immer rot glüht. Ja, nicht etwa, dass der irgendwie als Knochengestell da rumläuft. Nein, der leuchtet einfach nur rot. Das war also der Grund, warum du die ganze Zeit gerade gesagt hast, ja, das leuchtet aber rot. Nein, oh, hi. Das hat wieder gut geklappt. Weil dass ich auch direkt wieder in dem Moment drin lebe. Ich finde das hier cool, dass es hier mehrere Ebenen gibt. Finde ich eigentlich immer cool. Sieht ganz cool aus, aber ist halt auch ein bisschen schwieriger da. So, ich glaube, dieses DLC hat ein bisschen länger gedauert. Okay. Daran kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Blutblase brauchst du nicht, oder? Eine Blutblase? Was, als Mod. Was kann das? Plus 4 Blutbad. Plus 5 Granatenkapazität und plus 11% Killstreak. Killstreak? Killskill. Ich habe beim Weggehen auch gemerkt, Moment, nein. Hab's jetzt auch nicht mitgenommen. Was macht das nochmal für ein Blut irgendwas? 4 Blutbad und plus 5 Granatenkapazität. Blutbad. Wo ist Blutbad? Hier irgendwo. Blutbad. Das mit dem Waffenschaden mit Granaten. Jetzt nicht so viel. Okay, holen wir uns, was wir holen wollten. Gut. Ich
finde das ja immer super, wie die ihre Gegenwehr leisten und dann einfach bemerken, oh Scheiße, jetzt ist er stark. Ja, hier kommt öfters mal was raus. Na, ich hab's gemerkt. Wie sind wir da hochgelaufen? Falsch abgebogen. Fuck. Fuck. Warum gibt's diesen Weg überhaupt? Da kann man noch vorbei. Haben, glaube ich. Ja, da sind noch welche. Komm, lass die mal wegsnipen. Warum haben wir den schon angegriffen? Das ist ja gruselig, wie die da rumschreien. Der hat was Blaues geploppt. Blut auf dem Staub. Der stirbt ja gar nicht. Vielleicht ist der ja schon tot. Oh, nein. Ja doch, vielleicht. Axe hat aber ausgereicht dafür. Was hat er denn gedroppt? Irgendein SMG. Der hat ja auch ein SMG. Ich meinte das. Irgendein SMG. Ja. Oh Gott sei Dank, du hast den Whisky. Frank wurde schon gewalttätig. Bitte, bring ihm das Zeug. Lob Corrosive. Ist alles irgendwie auch. Also vom Schaden her ist nicht scheiße, aber trotzdem. Hier ist ein Kammer-Symbol. Wieso gehst du daran vorbei? Weil ich blöd bin. Autsch. Wie kommt das Schiff dahin? Hinterfrage es nicht zu sehr. Achso, ich weiß wieso. Wie die ganzen anderen Schiffteile hier auch hinkamen. Und diese Seeanemonen. Flyboy hat sie mit dem Helikopter vorbeigebracht. Natürlich. Wir müssen jetzt erstmal Frank den Whisky geben. Es geht tatsächlich schneller, wenn man hier hochhüpft. Kommt mir jedenfalls so vor. Und da ist der Shop mit dem Typen, der immer was vom Wächter-Seraphen will. Wächter-Seraphen? Ja, red doch mal mit dem, dann weißt du, wovon er redet. Ganz sicher. Er sagt ja auch ganz sicher, was ein Wächter-Seraph ist. Hey, ist hier liegt Frank. Was? Ist das nicht die Yu-Gi-Oh-Karte? Ich bin ein taffer Kerl, der mit knurriger Stimme taffes Zeug redet. Ich kann... Band beschädigt. Du hast ein Problem, Frank. Du bist so betrunken, dass du Unsinn redest. Bitte komm wieder zu mir, Freund. Ich fürchte, Frank ist nicht mehr zu helfen. Der ist echt bescheuert. Tja. Trifft bei dem einfach falsch. Ey, das geht doch nicht. Kann sich doch nicht besaufen. Vielleicht sollte ich, wie sagt man doch gleich, intervenieren. Interviewen? Wow, wir können mit Leuten sprechen. Wie geht's? Man nennt mich Joko, den Joker, und ich bin ein echter Scherzkeks. Hey, hey, was ist der Unterschied zwischen einem Skag und Wasserknappheit? Gibt keinen. Sie bringen mich beide um. Ein echter Schelm, dieser Joko. Der hat sich neulich für eine seiner Witzgeschichten einen meiner Druckregulatoren geliehen. Finde ihn, und er gehört dir. Okay. Also ist, der ist auf jeden Fall ein ganz lustiger Bursche. Da kann man nichts anderes sagen, ne? Nee. Genau.
Hier bin ich eben auch schon hochgegangen, als du gegen den Typen gekämpft hast. Nur noch ein paar Samtgiftteile mehr, dann kannst du dich auf den Weg zu Captain Scarlet und dem verlorenen Schatz machen. Wie toll, dass du mich ganz allein lassen wirst. Finde ich auch schön. Ja. Hier gibt's auch noch geheime Kisten. Wenn du hier hochkletterst irgendwo. Muss ich mal umgucken. Hier gibt's glaube ich zwei oder drei. Ja, da oben ist einer. Kannst aber gern schon reden, also das werde ich glaube ich hören. Okay. Jennifer, nettes Mädchen, aber ziemlich naiv. Ich glaube, sie hat einen Magnet-Overthruster, den du für das Sandsgift brauchen kannst. Ein Magnet-Overthruster. Sowas habe ich auch manchmal dabei. Wie komme ich da dran? Ach, hier. Dieser Magnet-Overthruster kann Raum und Zeit ausdehnen. Nein, nicht wirklich. Da bin ich mal beruhigt. Hast du gefunden, hab ne? Hab eine Kiste gefunden. Sniper mit 4800 Schaden. Und ein SMG mit 1100. Ist das einfach nur eine normale Sniper? Ja. Macht das keinen Sinn, die zu nehmen. So, hier vorne gab's auch nochmal irgendwo auf einem Dach das so ein Teil. Oh, da kam eine Granate raus. Aua. Gar nicht wehgetan. Ich bin zu blöd, diese Leiter hochzuklettern. Ich bin da eben auch falsch dran gesprungen. Du musst dann nochmal runtergehen. Waffe. Hier liegt jemand. Oh, hier ist es. Vielleicht schickt mir die Welt ein Zeichen. Wieder schickt mir die Welt ein Zeichen. Da hinten ist noch eine Box. Wobei da glaube ich noch Munition drin ist. Ja, habe ich ja nicht schon genommen. Ich habe ihr vor einigen Wochen einen Kühlmittelverteiler geschenkt. Nimm ihn dir. Könnte ich wohl Pommes Fritz zu dem Shake haben? Du bist sehr attraktiv. Der Arm. Schickes Gesicht. Der Arm. Was ist mit dem Arm? Hm, sieht nicht gesund aus, ne? Wenn da so ein Stahlträger durchragt. Ach, der Typ da hinten hatte einen Stahlträger in seiner Brust stecken und trotzdem hat er sich gut mit einem unterhalten können. Ach, der zählt nicht. Ja, da. Der hat ihn durch die Brust. Der zählt nicht. Wie weit abseits der hier liegt. Das ist ein ganz mutiger. Hier ist er am Fischen. Ah. Oh. Mist. Fall ich da runter? War es zu auf mich? Soll ich mit ihm ansprechen? Hallo Mensch, ich fühle mich heute sehr gut und nicht im Tod und um. Wie geht es dir? Ah, du hast Lionel getroffen. Wie geht es dir, Lionel? Noch nicht verdurstet. Wem sagst du das? Wie geht's der Familie? Nun, sie. Band Ende.
Das ist eine tolle Geschichte, Lionel. Mein Freund, ich glaube, er hat irgendwo eine Triebwerkssicherung versteckt. Sie gehört dir. Mist. Okay. Hat der Wurm dir gefressen? Ich hab da gerade gegengeschossen. Und dann kam der Wurm. Ich lass mir von dem Wurm nichts kaputt machen hier. Zeit für Roboter-Action! Blöder Wurm. So bin ich eben. Ich kann dich nicht hören. Ja. Das soll ein Bossgegner sein. Nicht wirklich. Jetzt hast du alles, was du brauchst, um das Sandskiff neu zu bauen. Dank der lieben Leute von Oasis. Ach gut, dass wir so viel Wasser haben, sonst wären wir noch an Austrocknung gestorben. Finde ich gut, wie der sich Teile, die du gesammelt hast, an dem Sandskiff an. Du kannst es dann einscannen und von jeder Catch-a-Ride-Station generieren lassen. In diesem DLC. Sonst nirgendwo. So, ran da. Wundervoll. Drück bitte diesen Knopf, um das Gefährt ins Catch-a-Ride-System einzuscannen. Wenn du willst. Drück den Knopf. Ich drück den Knopf. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. So. Jetzt kannst du dir an jeder Catch-a-Ride-Station ein Sandskiff generieren lassen. Doch bevor du zu Captain Scarlet aufbrichst, musst du nochmal zu mir kommen. Wurde ich jetzt auch eingescannt? Hier, frag den mal, was ein Wächter-Seraph ist. Wenn du noch keinen Wächter-Seraphen bezwungen hast, haben wir nichts zu besprechen. Meine Waren sind nur für die, die einen Wächter-Seraphen besiegt haben. Okay. Ich glaube, das sind die Raid-Bosse. Ich hatte keinen Grund, dass ich dich herbestellt habe. Ich hab dich nur gern um mich. Ah. Captain Scarlet sucht den Schatz des Sandes schon seit einigen Jahren. Du solltest mit deinem Sandskiff losfahren, um sie zu treffen. Wollen wir die Folge hier beenden? Okay. Vor allem besorgt er ein Hovercraft. Guck mal auf die ganzen... Ja, ne? Okay. Gut, dann würde ich sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.